das große Interesse der Allgemeinheit scheint sich immer wieder auf unser Verhältnis zu Hitler zu konzentrieren. Friedelind Wagner, ein junger Mann, sprang aus dem Wagen in seinen kurzen Lederhosen, den dicken Wollsocken. Er hatte einen ausgehungerten Blick. Wir haben ihn kennengelernt im Jahr 1923. Er hat hier damals bei einem sogenannten Deutschen Tag, hat er gesprochen. Zu dieser Versammlung sind weder mein Mann noch ich hingegangen. Es wurde aber angefragt, ob wir eventuell nach der Versammlung eventuell bereit wären, ihn kennenzulernen, und zwar im Hotel Anker, hier in Bayreuth. Mein Mann ging nicht hin, ich bin hingegangen, und wir haben da, also ich habe ihn durch Herrn und Frau Bechstein, das Ehepaar Bechstein, kennengelernt, und ich muss gestehen, dass ich sofort also einen sehr großen und tiefen Eindruck von dem Mann hatte, als Persönlichkeit. Das Auge war vor allen Dingen ungeheuer anziehend, ganz blau und ein großes, ausdrucksvolles Auge. Und ich forderte ihn auf, nach Warnfried zu kommen, weil er sich natürlich ungeheuer dafür interessierte, für Wagners Wohnhaus, für Wagners Ruhestätte. Er wollte das sehen. Und dann sage ich, na ja, dann kommen Sie doch morgen zu uns. Ja, morgen muss ich aber weiter, ich weiß nicht, nach Berlin oder wo. Da sage ich, na, aber frühstücken müssen Sie da irgendwo, dann kommen Sie halt zum Frühstück. Und da taucht er also am nächsten Tag, also es war im Jahr 23, bei uns zum Frühstück auf und hat sich nachher durch meinen Mann, durch die Räume Warnfrieds führen lassen, durch die Bibliothek und durch die Halle mit dem alten Steinway-Flügel, den Wagner benutzt hat. Und ans Grab haben wir ihn dann allein gehen lassen. Mein Mann und ich blieben im Saal zurück, und als er zurückkam vom Grab, da sagte er zu meinem Mann, sollte ich jemals irgendeinen Einfluss auf die Geschehnisse haben, dann werde ich dafür sorgen, dass der Parsifal nach Bayreuth zurückgegeben wird. Dass also der Wunsch Richard Wagners, dass der Parsifal nur in Bayreuth gespielt werden sollte, dass der in Erfüllung gehen sollte. Als es soweit war und er später nach 33, nach dem Tod meines Mannes, dann mit mir diese Dinge besprach, da war ich diejenige, die diese Zurückführung des davongelaufenen Parsifal ablehnte. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, er hätte zwar in Deutschland die Aufführung des Parsifal verbieten können, aber in den naheliegenden Ländern rings und an unseren Grenzen konnte er nichts tun. Also die Westdeutschen konnten nach Brüssel oder nach Paris fahren, die Süddeutschen nach Basel, nach Wien. Also es wäre eine Illusion gewesen. Und das hat er auch schließlich eingesehen. Hitler über Wagner. Aus Parsifal baue ich mir eine Religion. Was der Nationalsozialismus will, umschließen alles die Werke des Meisters. Und ein Zitat von Rauschning in seinem Gespräch mit Hitler. Hitler erkannte keine Vorläufer an, mit einer Ausnahme, Richard Wagner. Also betonen möchte ich, dass es ein Wunsch Adolf Hitlers war, nach Warnfried kommen zu dürfen. Und er in tiefer Ehrfurcht und Liebe, möchte ich beinahe sagen, zu Richard Wagner erfüllt war. Das fing schon in seinen Linzer Jahren an, indem er als junger Mensch im Stehparterre vom Linzer Theater sich mit Begeisterung den Lohengrin und den Rienzi angesehen hat oder angehört hat. Und seitdem war er wohl Wagner verfallen. In seiner Wiener Zeit hat er wohl jede Wagner-Aufführung in der Wiener Staatsoper vom Stehparterre oder vom Joch E aus besucht. Und er kam also zu uns als ein absolut unpolitischer und Wagner-begeisterter junger Mann. Jung, er war damals vielleicht 36. Er hatte gehofft,
im Jahr 24 der Wiedereröffnung der Festspiele beiwohnen zu können. Aber da kam dann dazwischen der ganze Münchner Putsch und er war in Landsberg eingesperrt, also sogenannte Freiheitsstrafe, also auf Festung, Festungshaft. Und wurde Weihnachten 24, soweit ich mich erinnere, entlassen, vorzeitig entlassen. So dass er im Jahr 25 kam er das erste Mal dann als Gast nach Bayreuth und zwar als Gast von Edwin Bechstein und seiner Frau. Und bei dieser Gelegenheit habe ich ihn einmal durch das ganze Festspielhaus geführt. Das interessierte ihn äußerst, also wie alles konstruiert war, die Bühne, Zuschauerraum, die ganzen akustischen Verhältnisse, die Sichtverhältnisse. Also das war ein ganzer Vormittag, den ich da dazu benutzte, um ihn durch das Festspielhaus zu führen. Wir wurden damals schon sehr angegriffen wegen dieses Besuches von Hitler bei den Festspielen und daraufhin hat er uns mitgeteilt, dass er uns diese Belästigungen und Angriffe ersparen wolle und erst wieder nach Bayreuth kommen würde, wenn er den Festspielen helfen könne und nicht schaden würde. Und er hat Wort gehalten. So schwer es ihm gefallen ist, er ist bis zum Jahr 33 nicht wieder nach Bayreuth gekommen, nicht wieder zu den Festspielen gekommen. Im Jahr 33 kam er ja nun, also als Führer, wie man ihn ja nannte, des Deutschen Reiches, kam er hierher und er wurde selbstverständlich mit allen Ehren eines deutschen, wie soll man das nennen, also eines deutschen Führers, also kann man nur sagen, hier empfangen. Er hat sich jede Kundgebung innerhalb des Festspielhauses verbeten. Und zwar wurden an die Besucher Zettel ausgehändigt, indem er darum bat, von jeder Kundgebung, die seiner Person betreffen würde, abzusehen und dass die Huldigungen in diesem Hause einzig und allein dem großen Meister Richard Wagner gelten dürften. Und so ist es auch bis zum Schluss gehalten worden. Man hat mir später in der sogenannten Spruchkammerverhandlung, hat man mich also als Nutznießerin des Dritten Reiches angeklagt und war der Meinung, dass ich sehr viele Gelder von Hitler bekommen hätte, um also Festspiele weiter durchführen zu können. Tatsache ist, dass er für jede Neuinszenierung aus seiner Privatschatulle mir 50.000 Mark hat überweisen lassen. Jeder Experte wird genau wissen, dass man mit 50.000 Mark auch zu damaligen Zeiten keine Inszenierung machen konnte. Vor allen Dingen nicht in den Ausmaßen von Bayreuth. Und dass das wirklich nur ein Beitrag war, eine Hilfe. Sonst hat er in keiner Weise irgendwelche Gelder hierher gegeben. Es wurde auch behauptet, dass er zum Beispiel zum Umbau dieses Hauses Gelder gegeben hätte, nicht ein Pfennig ist von ihm hierher gekommen. Er ist ja auch erst, wie ich vorhin erwähnte, seit dem Jahr 36 hier, also als mein Gast aufgenommen worden. Die Jahre vorher, also 33, 34, 35 war wieder Pausejahr, 36 hat er in einem Privathaus hier in Bayreuth in der Parkstraße gewohnt, wie die meisten der anderen Bayreuth-Besucher auch. Da Hotels ja in Bayreuth vor allen Dingen also zimmermäßig nicht ausreichen. Man hat mir auch vorgeworfen, dass ich die Festspiele in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt hätte. Das ist natürlich ein barer Unsinn. Wir haben Bayreuth, beziehungsweise also unsere Aufführungen, haben wir vom rein künstlerischen Gesichtspunkt aus durchgeführt. Wir haben uns zwar ab und an mal einen kleinen Scherz erlaubt. Ich weiß zum Beispiel, dass im zweiten Akt Götterdämmerung im Mannenchor haben wir zum Beispiel einige der Prominenten der damaligen Zeit nachgebildet. Wir haben zum Beispiel also einen Goebbels gehabt und einen Göring gehabt.
Aber das war also unser persönlicher kleiner Spaß. Das hat an und für sich niemand gemerkt. Hitler hat während der Festspielzeit einmal während der Saison sämtliche Künstler hierher in dieses Haus eingeladen. Also das konnte er natürlich vor 36 nicht machen, da sein Privatquartier dazu nicht ausreichte. Aber hier, diese Räume waren ihm dazu sehr willkommen. Und da sind, also anfänglich, sind auch jüdische Mitglieder und die jüdischen Frauen oder jüdische Männer von Mitgliedern sind ohne weiteres mit eingeladen worden und sind auch von sich aus gerne und auch neugierigerweise gekommen. Ich hatte gewisse Schwierigkeiten mit der Reichstheaterkammer, die mich also unbedingt als Mitglied haben wollte. Also ich habe mich dann an Hitler gewandt, habe ihm gesagt, dass die ganzen Vorschriften der Reichstheaterkammer für Bayreuth nicht anwendbar seien, womit er mir ohne weiteres Recht gab. Und ich konnte dann Goebbels, ohne mir selber irgendwie hier Schaden zuzufügen, konnte ich also ihm absagen. Die Reichstheaterkammer hatte natürlich also jede Mitwirkung von ausländischen oder von jüdischen Künstlern verboten. Was ich also bis zur völligen Emigration dieser Mitglieder aus Deutschland immer wieder, ich konnte sie hier immer wieder beschäftigen. Und sie kamen auch hierher.